Leute, wie versprochen, gibt es heute das erste von insgesamt drei Verlosungsvideos in Sachen 6700 Apex Coins. Da sind sie. Seht ihr hier, dieses Video wird natürlich präsentiert vom EA Creator Network, wo ich schon eine Weile Mitglied bin. Die meisten von euch kennen es aus Season 16. Zum Start habe ich da ebenfalls drei Coincodes bekommen. Und diesmal gibt es wieder drei zu gewinnen. Dies ist die erste. Das ist das, meine Fresse, habe ich Wortfasching. Das ist das erste Gewinnvideo, meine Fresse, der Gewinner. Der erste Gewinner wird natürlich in einem der nächsten Videos veröffentlicht. Achtung, ich veröffentliche wahrscheinlich morgen noch ein Ballistik-Video. Das ist vorproduziert, hat mit der Verlosung also nichts zu tun. Rechnet mit Ende der Woche. Am Wochenende hat mein Sohn Geburtstag, deswegen werde ich wahrscheinlich bis spätestens Sonntagabend keine Zeit haben, irgendwie einen Gewinner zu ziehen, ein Video zu machen und euch anzukündigen. Also wahrscheinlich erst Sonntagabend das erste Gewinnervideo. Nehmt mir das nicht für übel, dass es dazwischen einfach zeitlich nicht passt. Falls es doch irgendwie klappt und ich noch eine halbe Stunde irgendwo Luft finde, lasst euch einfach überraschen. Ansonsten geht es inhaltlich um den neuen Revenant-Buff, der uns zeitnah schon erwarten könnte. Vielleicht schon im Mid-Season-Update. Denn mit dem Release von Season 17 wurden schon Game-Files entdeckt. Meine Fresse, es hat ein paar Stunden gedauert und schon hagelte es Leaks, Game-File-Fotos und so weiter. Und es geht tatsächlich um einen Buff, ein Rework, ein Reborn, keine Ahnung. Ihr kennt wahrscheinlich die Gerüchte rund um Revenant Reborn. Ich habe da lange keine Stellung zugenommen, weil ich tatsächlich dachte, vielleicht ist es eine eigenständige neue Legende. Aber da es in Verbindung mit einem Mythic Prestige Skin steht und ich tatsächlich eine dieser Versionen habe für euch, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich der Revenant, der einfach ein fettes Update bekommt und dann vielleicht umbenannt wird. Müssen wir mal abwarten. So, natürlich jetzt erstmal, was müsst ihr machen, um zu gewinnen? Ihr müsst auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Das ist Pflicht. Ich prüfe, ob ihr Abonnent seid, falls ihr als Gewinner gezogen worden seid. Daumen hoch optional, würde mich aber trotzdem freuen. Unterstützt mich auf jeden Fall ungemein. Ein Kommentar mit dem Codewort Coins ist ganz wichtig. Das ist quasi der Suchbegriff für den Zufallsgenerator. Ansonsten funktioniert das nicht. So wie unter den 6700, groß oder klein, ist völlig Hupe. Und ihr müsst natürlich in dem Kommentar auch schreiben, PlayStation, Xbox, PC, von mir aus auch Switch. Auf welcher Plattform spielt ihr? Und wenn ihr gezogen werdet, dauert es dann noch ein, zwei, drei Tage, bis ihr dann den Code bekommt. Und ganz wichtig, ihr müsst unbedingt leider auch Instagram besitzen. Casper Fox, ihr seht es unten, wie es geschrieben wird mit den Unterstrichen dazwischen und danach. Damit wir kommunizieren können, das geht über YouTube leider nicht, ohne dass das abgegriffen werden kann. Und um einfach zu verifizieren, dass du bist als Gewinner, und es gab tatsächlich Leute in Anfang Season 16, die haben sich als Gewinner ausgegeben, aber ich weiß schon, wie ich es mache, damit ich weiß, wer der tatsächliche Gewinner ist. Also für die, die das wieder versuchen, macht euch keine Hoffnung, es wird nichts bringen. Ich finde schon raus, wer tatsächlich gewonnen hat. Und jetzt fangen wir an. Also vergesst auf jeden Fall nicht fleißig zu abonnieren. Jetzt gibt es endlich Informationen zum Revenant Update. Wie natürlich das Update aussieht, wie der gereworked wird, gereborned, keine Ahnung, gebufft, genervt, hast du nicht gesehen. Das kann ich aktuell noch nicht sagen, weil es einfach keiner weiß. So soll er aussehen. Und jetzt haltet euch fest, ein weiterer Screenshot. Mal gucken, ob ich es jetzt nicht versaue. Jetzt habe ich es schon versaut, ist aber eigentlich völlig Hube. Es sind alles irgendwo dieselben Bilder, einfach nur aus anderen Perspektiven. Dieser Skin soll angeblich einer der drei Mythic Prestige Skins von Revenant sein. Und wenn der jetzt in den Gamefiles so aufgetaucht ist, so, und das soll angeblich tatsächlich sogar Stufe 3 sein. Ich bin ganz ehrlich, flasht mich jetzt, wenn es Stufe 3 ist, flasht mich das jetzt überhaupt nicht. Aber es kann sein, dass da noch eine Menge an Texturen fehlt und es sind auch nur geleakte Gamefiles. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr passieren. Wenn das jetzt schon in den Gamefiles zu finden ist, können wir davon ausgehen, dass es noch ein bisschen fetter, ein bisschen toller wird. Und vor allen Dingen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, dass wir vielleicht zum Mid-Season-Update in Season 17, ohne Split, ganz wichtig natürlich, dass wir dann endlich das lang ersehnte und auch von Respawn selbst angekündigte Update oder Buffs von Revenant endlich bekommen, weil die Pickrate ist relativ unterirdisch. Es gibt zwar immer noch schlimmere Legenden, aber Revenant hat es tatsächlich verdient. Es ist eine mega geile Legende und wie gesagt zu dem Reborn. Achso, übrigens dieses Thema Reborn.
Moment, findet man tatsächlich auch in den Game-Files. Im dritten File steht es relativ weit am Ende, Revenant Reborn. Vielleicht heißt der Mythic-Skin auch irgendwas mit Reborn. Ich kann es euch leider aktuell noch nicht sagen. Dazu fehlt einfach noch eine Menge an Informationen. Leute, das war's vorerst mit meinem allerersten Season 17 Update-Video und vor allen Dingen zur ersten Verlosung. Also, abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Wartet auf die Folgevideos morgen, voraussichtlichen Ballistik-Tipps und Tricks-Videos. Da habe ich schon was vorbereitet. Vielleicht kommt es auch erst übermorgen. Lasst euch einfach mal überraschen. Und von mir aus auch gerne in den Kommentaren, inklusive der ganzen Anforderungen für das Gewinnspiel. Was haltet ihr von der neuen Legende, von der neuen Season? Wenn wir einfach mal ausblenden, dass der Start jetzt gerade nicht der geilste war und es ein paar Stunden gedauert hat für viele, überhaupt das Update zu ziehen, weil es für viele einfach noch nicht da war oder einfach die Server gerade noch nicht ganz so geil waren. Leute, lasst es mich wissen. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Wünsche euch noch einen schönen Tag und rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.